gehe jetzt erstmal nach hinten gucken, was ich da geöffnet habe. Wo habe ich den hingeschossen? Ja, wo habe ich den hingeschossen? Ich habe vergessen, dass ich da runterrutschen wollte. Irgendwo hingeschossen? Ja. Ich hätte gedacht, dass wir hier. Ja. Gut. Gut, kurz gucken, ob hier der. Der Code war. Aber ich fürchte nicht. Nee, hier war nur der Knopf. Na gut. Nee, der bleibt erstmal zu. Wenn ich jetzt zu Fuß zu ihm hier gehe, damit er mir sagen kann, hey, gut gemacht, hier hast du eine Mark. Mal gucken, was er mir jetzt noch erzählt. Okay. Ich muss irgendein Kabel rein verbinden. Ich nehme nur ein großes Kabel und das passiert. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich die hier wirklich. Egal, wenn ich ein großes Kabel finde, dann mache ich das irgendwo rein. Ich gehe jetzt erstmal zu Fuß irgendwo hin, wo ich zu
waren die drei, die nichts mehr taugten. Genau, hier gehe ich jetzt auf die andere Seite und rutsche dann da endlich mal mit dem Bums runter. Ich gehe hier durch, das genügt, glaube ich. Ja. Hui. Ah, nicht so hui. So, jetzt bin ich endlich hier drin. Wo der Fluss vorbeifließt, was ich vorhin total vergessen habe, was ich hier hin wollte. Ja, hier ist nur Junkyard halt, ne? Müllhaufen, Müllplatz. Naja, was dem einen sein Müll ist, dem anderen sein Platz. Apropos Schatz. Ich kann das Ding hier nicht aufmachen. Oder auch nicht. Nummernschilder, Konservendosen. Ein Roboter. Der hat keinen Saft. Wieso habe ich eigentlich überall Strom außer hier? Weil ich noch einen Schalter umlegen muss. Farley, CW, Sphere Tower, Caves, Junkyard. Garage. Jetzt haben wir hier Strom und ich habe Angst. Zeichnen. Sechs, drei, vier, eins. Also das hier.
Immer wieder hier drücken. Okay, mir egal. Hula Cola. Are you in trouble? Need help? 1, 5, 5, 5. 4, 3, 5. 7, 9, 6, 8. Okay, seltsam, aber hier ist eine Telefonzelle, wo gerade wieder so ein Viech wegfliegt. Okay, 1, 5, 5, 5, Saul Goodman. 4, 3, 5, 7, 9, 6, 8. Hat mich auch gewundert. Okay, 4, 3, 5. Hallo. Ich werde jetzt nicht alle Nummern hier drauf ausprobieren. Okay, auf dem auf dem Schrottplatz habe ich jetzt sonst nichts gefunden, ne? Ich könnte hier nochmal abschalten. Den kann ich nicht abschalten, der ist statisch fest. Gut, ich habe jetzt leider das Ding immer noch nicht wieder gefunden, wo ich theoretisch eine Nummer eingeben kann. Aber das tue ich noch. Mal das Ding wiederfinden. Weil ich war schon lange nicht mehr hier. Ich weiß auch noch nicht, was das große Ding hier da soll. Oder wie ich dorthin komme. Vielleicht, nur ganz vielleicht, finde ich das gut. Hier ist eine Nummer. Sechs. 3 ist für Strom. Ja. Das war die Haustür von. Ich bin im Haus. Ist eine Karte. Das sind die W's.
15. Okay, es gibt wieder viel zu lesen. Ich habe mich entschlossen, die sonderbaren Dinge, die mir meine Familie, meinen Freunden und meinen Kollegen zugestoßen sind, festzuhalten. Hartnell war eine von meinen Großvätern. In seiner Felslandschaft an der Wüste gegründet, Bergwurst. Keine Lust zu lesen gerade. Die gesamte Landschaft jenseits unseres Teils der Wüste konnte man nur als außerirdisch beschreiben. Etwas weiter entfernt sahen wir schwebende Felsen. Gut. Kann ich auch was. Da. Über Botschaftersamen stellten die Menschheit Kontakt zu den Mofana, Mofang auf. Der ersten nichtmenschlichen Spezies her. An Lian gab dem Außerirdischen aufgrund seiner ausgeprägten Fähigkeit, den Klang unserer Sprache, unsere Bewegung und unsere Eigenheiten nachzuahmen, den Namen Mofang. Der Name, den sie sich selbst gegeben haben, ist für uns Menschen unaussprechlich. Aus diesen Gründen ist die Kommunikation zwischen den Menschen und den Mofang zum größten Teil deswegen möglich, weil die Mofang die menschliche Sprache lernen und nicht, weil Menschen in Mofang kommunizieren. Es ist ihnen gelungen, so gut wie jede der in Hunrat von Menschen gesprochenen Sprachen zumindest so weit zu lernen, dass eine zwar rudimentäre, aber dennoch funktionierende Kommunikation gewährleistet ist. Die externe Morphologie der Mofang ist beeindruckend humanoid. Sie sind bilaterale, symmetrische Landwirbeltiere mit zwei Beinen und ihrem Kopf mit nach vorne gerichteten Gesichtszügen und Augen-Nasenlöcher. Außerdem ist ihre Körperbehaarung nur minimal und sie zeigen erhöhte dorsale Vorsprünge. Von der Konstitution her sind sie eher zart und schwächlich, wahrscheinlich aufgrund ihres schmalen und leichtgewichtigen Endoskeletts. Eine Untersuchung ihrer internen Beschaffenheit war jedoch nicht möglich. Ihr Schädel fällt durch seine ausgeprägte Größe auf, sodass davon auszugehen ist, dass auch eine große Gehirnmasse vorliegt. Ihre fortgeschrittene Technologie ist ein Beweis ihrer beeindruckenden Intelligenz. So sehen sie aus. Arai. Nachdem der Baum einen bestimmten Reifegrad erreicht hatte und gesund genug war, öffnete sich an seinem Fuß ein Durchgang. Dieser Durchgang ermöglichte den Kontakt mit zwei weiteren Spezies. Zuerst hatten wir mit den Arai Kontakt. Sie stellten sich als große käferähnliche Insekten heraus. Es gelang uns zuerst nicht, mit ihnen zu kommunizieren, obwohl es den Anschein hatte, dass sie ein Mindestmaß an Intelligenz besitzen. Lorengtod trat als erster die Reise durch das Herz nach Kaptar an und legte die Namen für die neue Welt und seine Bewohner fest. Es gibt die Arai in drei unterschiedlichen Varianten, die wir inzwischen als Chiripedia, Bauer und Poliarch bezeichnen. Obwohl sie sich morphologisch deutlich von den Menschen unterscheiden, benötigen ihre internen Systeme, wie bei allen unseren Nachbarn, eine ähnliche Zusammensetzung der Atmosphäre und fast identische Nährstoffe. Als Chiripedia sind die Arai komplett bewegungsunfähig. Es scheint, als könnten die Arai zeitlich begrenzt in dieser Ei-ähnlichen Entwicklungsphase verharren. Sie müssen sich in der Nähe eines Poliarchen befinden und bei einem bestimmten Reifegrad von den Bauern befruchtet werden, um zu schlüpfen. Diese Bauern sind die Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie selbst sind nur minimal mit einem Nervensystem ausgestattet und können in gewisser Weise als die Verlängerung der Sinne der unbeweglichen Poliarchen angesehen werden. Sie sind in der Lage, einfache Befehle auszuführen, verfügen aber anscheinend über kein ausgeprägtes individuelles Bewusstsein. Die Poliarchen sind die Intelligenz und das Bewusstsein der Arai. Es war offensichtlich, dass die Spezies über Intelligenz verfügte und aber erst seitdem Caroline Fairley sehr viel Zeit in ihrer direkten Nähe verbrachte, ist eine nennenswerte Kommunikation möglich. Marleys Unterkunft befand sich direkt neben ihnen und sie war die erste, die nonverbal mit ihnen kommunizierte und so vieles über die Spezies erfuhr. Sie konnte sogar Näheres zu ihrer Geschichte in Erfahrung bringen. In ihrer Welt überlebte die Arai, während einige andere führende Spezies entstanden und wieder ausstarben. Darunter war auch eine uralte Spezies, die eine engere Beziehung zu der Arai einging und für die sie die Felsen aushöhlte und ihnen Tempel und Unterkünfte baute. Viel später gab es auch eine Spezies, die den größten Teil ihrer Heimat an sich riss. Diese Spezies war besonders findig, wenn es um mechanische Konstruktionen ging, die sie meist dazu einsetzten, mit den Bauern als Köder große fliegende Kreaturen einzufangen und zu verarbeiten. Villain. Die letzte Spezies, die wir kennenlernten, waren die Villain. Die Villain kommunizieren schon seit vielen Jahren mit Hilfe
der Botschaftersamen mit den Arai. Wurden aber erst kurz nach den Arai Teil der größeren Gemeinschaft. Sie sind groß und imposant und ihre Kommunikation basiert auf einem komplexen, mehrstimmigen, niederfrequenten Grollen. Beim ersten Kennenlernen übten sie eine entsprechende einschüchternde Wirkung aus. Nach mehreren Versuchen gelang es Amelie Vidal, eine rudimentäre Kommunikation in Gang zu bringen. Und danach stattete sie den Villain, in dem ihr von ihr sogenannten Morai, regelmäßig Besuche ab. Sie lernte eine komplexe und erstaunliche Gesellschaft kennen, die ihre Technologien auf teilweise sehr überraschende Weise einsetzte. Mithilfe von auf komplexen Miniatursubstratmaterialien basierenden extrudierten Bausubstanzen konnten sie ihre Welt mit größerer Geschwindigkeit umgestalten. Im Gegensatz zu den anderen Welten wurden die Velayne-Sphäre aus einer Umsiedlungsgruppe herausgegriffen, die sich gerade darauf vorbereitete, auf die Suche nach einer neuen Heimat in den Weltraum zu starten. Sie brachten ihr Leben in Stase und verteilten sich so zwischen den Sternen. Wie bereits erwähnt, ist ihre Erscheinung sehr beeindruckend. Sie sind fast 2,80 Meter groß und erinnern entfernt an Reptilien. Sie verfügen über 6 Gliedmaße, jeweils 2 muskulöse Arme und Beine und ein zweites kleineres Armpaar. Sie steuern jeden Aspekt ihrer Technologien durch Vokalisierung, haben aber im Verlauf der Jahre auf ihrem Zellensystem basierende Steuertafeln entwickelt, um einer Spezies den Zugriff auf Teile dieser Technologie zu ermöglichen. Kommunikation, Gespräche mit unseren Nachbarn. Wer mehr über die Kommunikation mit dem Portal erfahren möchte, setzt sich am besten mit den Fanfare in Verbindung und stoppt das Video an der entsprechenden Stelle. Rahmeninformationen. Danke. Ich hätte gerne einen Tipp, wie ich hier weiterkomme. Hier ist eine 15. Hier habe ich nur Informationen, dass ich hinter des CVs, da oben könnte ich durch, aber da komme ich nicht hin. Okay, also